Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir sind gerade dabei, weiterhin die Welt zu erkunden. Und zwar haben wir hier noch ein paar Rätsel, würde ich sagen. Sind das Rätsel noch? Ich glaube ja. 318 Meter. Ich glaube, wir nehmen aber 244 Meter. Näher dran, oder? Warte. Weltkarte. Ne, wir nehmen doch erst den anderen. Es ist zwar richtig, dass der andere Ort näher dran ist, aber für den Weg ist das hier angenehmer. Die sieben Schwestern. Oh, ein Glitch. Okay, den machen wir aber noch nicht. Ich glaube, die wollte ich mir für später aufheben. Und ich weiß immer noch nicht, was das ist. Aber das werden wir auf jeden Fall nochmal eines Tages herausfinden. Steine. Wir dürfen Steine stapeln. Ich mag das Geräusch, wenn Steine auf Steine fallen. Das klappt so schön und wird nie langweilig. Ich lass sie lieber hüpfen. Sieh her. Sigurd, lass das. Hast du gesehen, wie weit er geflogen ist? Den Arm eines Riesen habe ich. Die Stärke der Götter. Das war meiner. Du weißt, dass du nichts nehmen sollst, was nicht dein ist, Sigurd. Soll dein Vater erfahren, wie schlecht du dich benommen hast? Sag, was du willst. Er würde dir nicht glauben. Oh, doch. Und dann würde er dich ins Meer werfen und mich zum Trinken in seine Halle einladen. Sei gewarnt. Nein. Das wird nicht halten, ne? Nee. Auch das wird nicht halten. Ach Mann. Okay. Nein. Oh, Mann. Dann machen wir den großen nach unten.
Nein. Bleib stehen. Oh Gott, er steht. Ich flipp aus. Hohe Felsen. Ich flipp aus, das Ding steht. Ein Fertigkeitspunkt erhalten. Alter, das Ding steht. Inventar. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Achso, die Maske. Fertigkeit. Ich glaube, das Feld haben wir jetzt durch, ne? Jau. Kritische Chance. Nahkampf. Sehr gut. So, Weltkarte hätte ich mal gleich drauf gehen können. Das war der Glitch. Lunden. Gutsechse. Da kamen wir noch nicht hin. Dann gehen wir da noch mal hin. Oder reiten wir da hin? Ne, wir reisen da einmal hin. Aber diesmal springe ich bestimmt nicht in das Loch. Nö. So, dann gehen wir da mal hin. Unser Ingrim. Und dann reiten wir mal da runter. Auf der anderen Seite. Ach, noch mal ein Steinhaufen. Wenn ich das richtig sehe. Und auch nicht. Ehrlich zu sein, Griselt, je mehr du nörgelst, desto mehr denke ich, wir wären besser dran, dich Affen zu übergeben. Immer wenn eine Frau es wagt, an dir zu zweifeln, ist deine Lösung, sie im Fluss zu ertränken. Deine Mutter ist mit Onkel Aquell nach Swarwick getaucht. Ich habe keinen Onkel Aquell. Herr im Himmel, Hilfe! Bitte! Platten und den Erbenesse. Kinning, dieser Wahnsinn muss aufhören, Vater! Bind mich los! Sofort! Um ehrlich zu sein, Griselt, je mehr du nörgelst, desto mehr denke ich, wir wären... Mein aufrichtiger Dank sei dir gewiss. Du da! Bitte hilf mir, ihn zur Vernunft zu bringen, ja? Ist das deine Tochter? Warum hast du sie gefesselt? Weil sie wegrennt, wenn ich es nicht tue. What? Diese Fremden mit ihren blöden Fragen. Mein Vater glaubt, Afang der Schreckliche, das teuflische Seeungeheuer, hätte unsere Höfe überflutet. Mein Opfer soll ihn besänftigen.
Wir glauben nicht, wir wissen. Godfrey hat Afang mit eigenen Augen gesehen. Also willst du deine Tochter in den See werfen, in der Hoffnung, dass das Untier deine Opfergabe annimmt? Er wird sie einfach ertrinken. Wenn du es so sagst, klingt es natürlich irgendwie dumm. Seht, da ist er! Er kommt aus dem Wasser! Seht ihr nicht seine teuflischen Flossen? Was? Wenn ich du wäre, würde ich fliehen. Dein Vater ist irre. Danke. Aber solange nicht bewiesen ist, dass dieser Dämon nur Treibholz ist, dürfte ich trotzdem ein nasses Grab finden. Okay. Sie Ungeheuer, Dämonen. Hier ist doch irgendwas faul. Ist, als ihr Seemonster. Ich werde etwas suchen, das beweist, dass es nur ein Wrack ist. Das dürfte sie überzeugen, das Mädchen nicht Affen zu opfern. Okay. Wir haben also ein altes Schiff gesehen, ja? Und? War es nichts als Treibholz? Euer Seedämon war nur ein versunkenes Schiff. Was? Das hätte ja jeder Depp, der schwimmen kann, entdecken können. Nichts für ungut. Ich hab ihm gesagt, dass da nichts ist. Aber er wollte nicht hören. Halt's Maul, du Narr. Er meinte, du nervst ihn Tag und Nacht. Beschwerst dich, weil er trinkt und nennst ihn einen Faulpelz. Vater, du wusstest es, dass da nichts ist? Und das war deine Lösung, um mich loszuwerden? Alter. Du bist so schlimm wie deine Mutter. Nichts ist jemals gut genug. Ich kann es nicht mehr hören. Eine aufwendige Täuschung für so ein kleines Problem. Das ist unverzeihlich. Du wolltest mich ermorden. Du verdienst Wiedergutmachung. Fälle dein Urteil und ich vollstrecke es. Danke, Fremder. Geh, Vater. Verlasse mein Heim und mein Leben. Deine Taten haben mich zur Waisen gemacht. Und wisse, wenn du jemals zurückkehren solltest, wirst du für deine Schandtaten büßen. Komm, Griselt. Lass mich dein Feld sein. Lebe wohl, Griselt. Frei von den Missetaten deines Vaters. Ja, schön. Das ist doch ein netter Vater, ne? Finde ich. Voll in Ordnung. Was für ein Penner. Er wollte seine Tochter einfach mal. Jo. Let's go. Ja, lass sie doch ertrinken. Gar kein Thema. Mach eine neue. Finde schon eine Frau, die nur halb so nervig ist. Hast. Schon ein bisschen krank. Hier sollte ich vorsichtig sein. Feigling!
Brief mit einer Krähenfeder. Lieber Tan Wilswild, ich bin sicher, dass der Krähenmeister Lotbur vorhat, seine Krähen gegen mich einzusetzen. Es ist ein Krieg, nicht weniger. Ich habe begonnen, die Krähen, derer ich habhaft werden kann, zu opfern. Im Bauch einer Krähe fand ich Silber. Ich werde diesen Krieg gegen unseren Krähenmeister gewinnen. Er nutzt die schwarze Kunst, um die Vögel zu beschwören. Sollte ich sterben, wisse, dass der Schnabel einer Krähe mein Tod war. Mit Liebe und Verbitterung, Garswald von Suzexe. Glück gehabt, würde ich sagen. So. So. Spannend. Dann nehmen wir in die andere Richtung. So. Kackst du dir ein, du Köter? Nee, aber du, glaube ich. Wo ist sie denn? Ich schaue dir dabei zu.
So, gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal jetzt rein, ne? Alter, halte ich doch nicht am Kerzenleuchter fest. Oh, und wieder. Ein Disconnect. Warum? Batterie vielleicht leer. Könnte natürlich sein. Ach, wenn ich schon hier oben bin, dann mache ich hier oben einfach erstmal weiter. So. Hier ist ja irgendwo ein schickes Buch. Ey, da solltest du jetzt eigentlich nicht rein. Obwohl, warum nicht? Offizielle Schreiben. Werte Männer von Westsexe. Um uns Sachsen vor den Anschlägen dänischer Langschiffe zu schützen, habe ich den Plan ersonnen, Öl zu lagern. Gießen wir Öl von unserer Brücke, um ein flammendes Inferno in ihre Seelen zu pflanzen. Wir müssen Hehl mit der Hölle trotzen. Feuer und Schwefel werden uns retten. Unterzeichnet von Hauptmann der Brigleswarde Feste. Okay. Und du glaubst, das hat geholfen, ja? Was für Trottel. Entschuldigung, aber das war echt. Das war einfach dumm von ihm. Fähigkeitenverbesserung. Ja, das machen wir gleich. Aber Fähigkeitenverbesserung. Oh, Brandpulverfalle. Binde einen Beutel mit einem flüchtigen Pulver an dein Pfeil. Verbesserung. Das Pulver kann sich ein zweites Mal entzünden. Cool. Cool. Ah, den kriegen wir auch so.
Und wir gehen mal hoch. Mal gucken. Ja. Achso, das ist dafür da, um wieder nach oben zu kommen. Alter, runter. Eivor. So, dann machen wir das mal da. Dann rächen wir Obelisk. Diese Wunde sollte schmerzlich sein und langsam töten. Sicher war es eine Räuberbande. Verfluche den Schläge! Wir verbrennen deine Sünden! Ja, ja, mach mal. Oder probier's mal, sagen wir mal so. Du kannst deiner Geburt verfluchen! Kollege Fackelmann war's. Nun, jetzt war's mit ihm. Dein Tod wurde gerecht. Ruhe. Sehr schön. Wir sind gute Leute. Meine Freunde, wir sind gute Leute. So. Dann reisen wir mal hier hin und gehen dann Richtung Norden. Dort haben wir einen Schatz und ein Rätsel, würde ich sagen. Lauf doch nicht da rein, Eivor. Nochmal, was denn mit dir? Junger Mann. Hier, das da unten ist ja London, wenn ich mich nicht irre. Also London. Hä? Oder? Kommt hin, oder? Wie?
bin ich aber ganz falsch. Lunden ist eine ganz andere Ecke. Okay. Bin gespannt. Hier ist wohl das Auenland. Ein Unterschlupf des Mönchs. Eine Schatzkarte. Psalm von einem verzweifelten Mönch. Herr, heute schicke ich dir weitere Dänen, um über sie zu richten. Lass ihre Tode sie von ihren Sünden läutern. Möge dein Wille meine Hand führen, so dass ich dieses heilige Werk fortführen kann, um meine Brüder zu rächen. Gelobt sei der Erlöser vom Übel. Okay. Einen Schlüssel soll es hier geben. Okay, da kommen wir nicht ran. Dann gehen wir mal hier hin. Wer zertrampelt Wildblumen in meinem Wald? Ich würde sagen, er hat den Schlüssel. Ja. Irrer Mönch. Dieses Grab wurde geöffnet. Sieht aus, als würde dort jemand leben. Nun gut. Ich sehe ihre glasigen Blicke in meinen Träumen. Ich habe alle begraben. Meine Freunde, meine Brüder. Wer sagt das? Knochen, Sehnen, Nägel, Zähne. Menschen zersplittern wie totes Geäst. An Gott und die vielen Märtyrer. O allmächtiger Herr, 99 Akte der Rache liegen vor mir. Erinnerst du dich an Kloster Chertesaye? Die Sünde, die dort verübt wurde? 99 Akte der Rache liegen vor mir. Es ist meine heilige Pflicht und ich werde sie ausführen, das schwöre ich. Knochen, Sehnen, Nägel, Zähne. Menschen zersplittern wie totes Geäst. 99 Seelen haben die Heiden genommen, als ich hier einfiel. Als sie hier einfielen. Es waren alle gute Mönche mit geschundenen Knien von den vielen Gebeten an dich, Maria und Jesus. Meine Freunde, meine Wo ist der? Boah, der geht mir gerade richtig auf die Eier. Dann geht Quatsche. Wo ist der? Erinnerst du dich an Kloster Chertesaye? Die Sünde, die dort verübt wurde? Ich war ein Mann des Friedens, aber ihr lehrtet mich das Töten. Wie viele hast du diesen Wald ermordet? Dein Durst nach Rache hat dich hergeführt. Ruhe in Frieden. So. Der Mönch hat in diesem Grab gelebt. Vielleicht wollte er lieber tot sein, wie seine Brüder.
Wer weiß. An Gott und die vielen Märtyrer. O allmächtiger Herr, 99 Akte der Rache liegen vor mir. Es ist meine heilige Pflicht und ich werde sie ausführen, das schwöre ich. 99 Seelen haben die Heiden genommen, als sie hier einfielen. Es waren alles gute Mönche mit geschundenen Knien und von den vielen Gebeten an dich, Maria und Jesus. Ich muss die Erinnerungen an die verlorenen Heiligen ehren. Einem jeden gab ich einen Namen, fertigte ein Kreuz und schlug mit der Peitsche auf meinen Leib. Es sind 99 Wunden für 99 Leben, die genommen wurden und 99, die ich noch nehmen werde. Gelobt seien der Herr und seine Schöpfung. Bruder Largeworth, der 99. Okay. Jetzt haben wir den Schlüssel. An diesem Ort hat der Mönch dunkle Rache an seinen Opfern verübt. Kupfernickelbarren. Schön. Was haben wir denn da noch? Hier lauert toll verfluchtes Verderben. Die Opfer des Mönchs. Der wird keine weiteren Nordleute mehr ermorden. Das ist doch eine Falle. Oh nein. Das ist abgestürzt, das Spiel. Schade. Bis gleich. So, meine Lieben. Ja, da ist das Spiel gerade einfach mal abgestürzt. Bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder dahin können. Weil da war ja immer noch ein Seder, ein böser Seder. Und den wollten wir eigentlich gerade entfernen. Das ist ein Fluch. Die Opfer des Mönchs. Der wird keine weiteren Nordleute mehr ermorden. Definitiv nicht. Ich kann mir keine Fehler erlauben. So. Wieder. Was soll das? Jo, und täglich grüßt das Murmeltier. Dann gehen wir da halt nochmal hin. Mal schauen. Wir versuchen mal die Leiche jetzt an eine andere Seite zu tragen. Mal gucken, was passiert. Hier lauert toll verfluchtes Verderben. Die Opfer des Mönchs. Der wird keine weiteren Nordleute mehr ermorden. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Wir tragen die mal auf die Seite. Nein, lasst ihn doch da liegen. Du Pfeifenraucher. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Was war das denn? So. Verdammter Trollzauber. Tagebuch.
würde das gern lesen. Das ist doch eine Falle. Tagebuchs eines dänischen Händlers. Lieber Erke, Greve von Lunden. Ich habe unweit des Klosters von Terzsee einen Fischstand aufgebaut. Die Mönche mögen den Fisch, den ich aus Gautaland mitgebracht habe. Wenn du entlang der Themse für einen stabilen Kirchenzehnt sorgen könntest, würden beide Regionen von der Handelsroute profitieren. Unterwürfigs Grenloff von den Silbernen Wassern. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Ja, gerade so fertig gelesen, ne? So, ein Level Up hatten wir. Sehr schön. Das war ja eine Sache hier mit den Abstürzen schon wieder, ne? Mann, doch. Unglaublich. So, dann gehen wir hier mal hier weiter, ne? Weg des Raben und schwerer Schaden oder Schleichangriff. Schleichangriffschaden ist gut. Meuchlerlist. Okay. Ja, dann haben wir da oben noch einen Schatz in diese Richtung. 200 Meter. Okay. Ist ein Dorf oder was ist das? Ja, sieht aus wie ein Dorf oder so. Mal schauen. Ruin der Abtei von Certesey. Da oben. Hey. Und er hat sich wieder... Da hat der Controller sich wieder abgeschaltet. Das ist ja... Samal. Heute ist irgendwie der Wurm drin in der Aufnahme, Mensch. Okay. Gehen wir mal hier noch mal rein. Uiuiui. Fähigkeitsverbesserung blitzschnell. Okay. Verbrauche Ausdauer, um dich unentdeckt zu bewegen.
Wird bei Feindkontakt abgebrochen. Verbesserung, erfolgreiche Attentate unterbrechen die Fähigkeit nicht. Okay, das bedeutet... Eins. Zwei. Drei. Was? Okay, 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 okay. Machen wir das da drauf. Oh, davon haben wir noch den zweiten. So. Eine Rune. Und das war's. Warum wird mir das jetzt immer... Das sind die Runen, ne? Die so ein bisschen buggy sind, glaube ich. Ui, da ist schon wieder ein anderes Gebiet hier. Sehe ich gerade. Okay. Ab hier. So ein Millimeter dazwischen. Krass, okay, 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 okay. Winchester. Ui, ui, ui. Reisen wir dahin. Wir haben ja auch hier noch ein paar Schätze, ne? Ich würde sagen, wir beginnen oben. Und zwar hier. Aber dann gehen wir erstmal dahin und dann dahin. Oder ist das ein eher unpassendes Ziel? Nee, das geht tatsächlich auch noch. Gerade so eben, würde ich sagen. Gerade so eben. Wir sind die Sumpfgeister. Leg all dein Hab und Gut ab, oder du wirst die Sonne nie wiedersehen. Geister? Wollen wir doch mal sehen. Mhm. Mal sehen. Nicht da lang! Weiche! Sonst bist du verloren! Klar, mit Sicherheit.
Wir sind aufgeflogen, Jungs. Keine schnellen Bewegungen. Da sind ja die geisterhaften Stimmen. Und ihr versucht, Reisende zu erschrecken, damit sie ihre Wertsachen abgeben? Genau, ganz friedlich. Ich würde keiner Fliege was zuleide tun. Ihr wolltet mich ausnehmen. Eine traurige Notwendigkeit. Wir drei sind obdachlos, denn deine Leute haben unser Dorf niedergebrannt. Also tun wir, was wir müssen, um Körper und Seele zusammenzuhalten. Sag mal, du hast uns ja durchschaut. Kannst du uns helfen? Euch helfen? Mit einem Rat. Wie können wir besser werden? Also bessere Geister, sozusagen. Mhm. Ich mache euch zu richtigen Geistern, ihr Diebesgesindel. Das werden wir noch sehen. Hopp, hopp, Jungs! Ja, nicht mich! Eichen hat das meiste Silber! Edgar, du feiger Schinder! Hä? Ah ja. Das war die Quest oder was? Gut, ja. Kann man machen. Hä? Ja, na denn. Komische Quest. Was haben wir denn hier? Verfolgt euch vor eurem König! Wer bist du denn? Goliath. Ich kann ja nicht mal mit ihm reden. König der Strohmänner. Immerhin hat der Wahnsinn jetzt ein Ende. König der Heumenschen. Ja. Okay. Spannend. Und den holen wir uns noch. Aber. Alter. Drei Pfeile. Zwei davon sind locker vorbeigegangen. Komm, wir gehen noch mal verkaufen. Oder auch nicht. Ist ein anderes Gebiet. Lassen wir lieber. Wir reisen dahin. Und gehen von dort aus einfach weiter. Aber. Weitergehen. Werden wir erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Imgrimsch. Ciao.